Willkommen Leute zu einer weiteren Folge von der Plague Inc. Die Seuche breitet sich immer noch aus und wir sind anscheinend schon in Norwegen angekommen. Hoho. Ja gut, für 16 Leute sieht das nur ein bisschen krass aus. Ich meine, hallo, das sieht schon aus, als würde das halbe Land schon völlig in Chaos verfallen. Aber nein, es sind erst 16 Leute. Und wie bin ich jetzt auf Libyen gekommen? Ach, ist egal. So, ich gucke mir mal kurz das Weltmenü an. Infizierte Staaten. Brasilien, USA, Island, Vereinigtes Königreich, Spanien, Frankreich, Italien, Deutschland, Norwegen, Indonesien und Australien. Wow, wir sind schon, okay, wir haben eigentlich eine verdammt gute Ausgangsposition. Wir haben zwar noch etliche Staaten, die nicht infiziert sind, aber es sieht gut aus. Also wir könnten das locker schaffen, auch wenn es mega brutal ist. Also jetzt nicht nur das Ganze hier an sich. Oh, die USA haben auch einen mitgekriegt. Geil! Ja, waren zwar gerade auf der Liste, aber ich habe es noch nicht so ganz diagnostiziert, weil ich so ein paar Staaten halt im Auge hatte. Da fliegt schon wieder ein infiziertes Flugzeug. Auch schön, wie sich das verschiebt, wenn man ranzoomt. Ja, bleibt ja halt auch immer auf Wolkenhöhe. Fliegt anscheinend noch eins nach Brasilien. Wahrscheinlich ist mal wieder WM und so, ne? Was? 2016? Hä? Alter, haben wir ernsthaft schon so viel Zeit vergeudet? Ist ja krass, Alter. Naja, gut. Machen wir erstmal eine Arzneimittelresistenz klar. Und an den Symptomen arbeiten wir dann gleich weiter. So. Ja, ich würde sagen, wenn wir die ersten trojanischen Flieger haben, dann können wir uns doch direkt mal freuen. Geil, wir sind in China, Russland und Japan. Und, Mittelamerika. Jo, Mexiko noch nicht. Scheiße. Ägypten! Ja, ich weiß, ich kenne mich immer noch gut aus. Kanada! So, schicken wir das einfach mal nach Madagaskar. Madagaskar, Entschuldigung. Ihr wisst ja, die Deutschen und so, ne, haben ja ihre Nazi-Komplexe. Wir sind ja eh alle gleich und so. Na, ja, sind wir ja. So, bringe die Blase zum Platzen. Die Blase muss platzen. Kennt ihr das von SpongeBob? Die Blase muss platzen. Die Blase muss platzen. Ich habe mir damals immer den Arsch abgelacht, als ich die Folge geguckt habe. Oh, wie spät haben wir es eigentlich? Boah, 23:27 Uhr schon wieder. Scheiße. Nach Grönland will keiner, aber ich kann die Leute ja dazu zwingen. Anstecken als Tuberkulose. Dein Virus hat mehr Leute infiziert als Tuberkulose. Herzlichen Glückwunsch. Tuberko Miroslav Klose. Gott, der war so schlecht, Alter. Der könnte von Bastian Jeeva kommen. Bastian Jeeva, versteht ihr? Besorgniserregende Krankheit breitet sich aus. Im Vereinigten Königreich wurde eine neue Krankheit namens Bastian Jeeva 12 entdeckt. Sie ist besorgniserregend und muss weiter erforscht werden. Auch andere Länder melden diese Krankheit. Oh, das ist jetzt aber wirklich schon sehr intelligent, die Krankheit zu melden, wenn das Vereinigte Königreich eigentlich schon am Arsch ist mit 13 Millionen Infizierten. Aber YOLO, ne? Ich meine, man muss ja auch mal, man muss auch mal leben können, ne? So YOLO und so, weißt du ja, was ich meine. Tja, die Länder sind ja jetzt anscheinend ziemlich am Arsch. So, wo können wir das als nächstes hinschicken? Der afrikanische Kontinent ist noch relativ gut. Hier breitet sich eh gerade Ebola aus, angeblich. Momentan jedenfalls, seit Februar 2014. Könnte auch sein, dass das mal irgendwie so der Weltuntergang wird. Neue Sucht, Vermeidung parasitischer Würmer. Heißt das nicht parasitärer? Alter, ohne Scheiß, wer arbeitet da in der Übersetzungsdingens? Das kann ja meine Oma besser übersetzen. Also ich meine, ist wahrscheinlich Parasitized Worms oder so heißt das auf Englisch. Und dann haben die das nicht als parasitäre Würmer übersetzt, sondern als parasitische. Jo, alles klar. Okay, bevor ich jetzt hier wieder, naja, bevor ich mich jetzt hier wieder 15 Minuten über das Ganze mit der Übersetzung aufreg, auf der ganzen Welt werden Meldungen laut, die von einer extremen Besessenheit, parasitische Würmer zu vermeiden, berichten. Maßnahmen werden getroffen, um Infektionen vorzubeugen. Also unsere Krankheit wurde schon entdeckt, wir haben aber trotzdem schon 18 Millionen Infizierte, was natürlich nicht schlecht ist. So, nach China sind wir schon gekommen, das heißt Indien, okay, ist auch schon infiziert. Ja, das sieht doch gut aus. Neuguinea, die Karibik, Neuguinea vor allen Dingen, und ich zeige auf Neuseeland, ich bin so ein Affe. Hier ist Neuguinea. Die Philippinen, Neuguinea, Neuseeland und die Karibik. Das sind so die einzigen Inseln, die wir uns noch schnappen müssen. Und da werde ich auch gekonnt meine wunderbaren Flugzeuge hinschicken. So, war Russland nicht schon infiziert? Nein, ich will die Vereinigtes Königreich startet Arbeit an Heilmittel.
Oh, es gibt doch ein Heilmittel gegen Bastian Jeeba. Komm, wir müssen die Milliarde knacken. Bieber Belieber. Ich meine Jeeba Belieber, verstehst du? So, nach Neuseeland kommt ein Flug... Ne, ich weiß nicht ganz. Vielleicht schaffen wir es ja auch so, wobei... Ach, auf nach Neuseeland, Jungs. Yeah! Und wir müssen Kurdistan noch infizieren. Ach nee, die haben ja schon ihre Landesgrenzen dicht gemacht. Ha. Ja, nee, stimmt ja, ist ja gar kein Land. Ha. Oh, boah, ich bin voll hart. So, die Karibik hat auch schon einen weg. Neuguinea ist am Arsch. Philippinen, okay. Da wird sich der Philipp aber freuen. Bastian Jeeba 12, nur ein weiterer Parasit. Wissenschaftler glauben, Bastian Jeeba 12 sei nicht besorgniserregend. Also wenn man seine Musik hört, dann schon. Obwohl unangenehm scheint es bei Menschen keine Symptome hervorzurufen. Nein! Nein, nur nicht, Alter, nur nicht. Wir sind ja erst bei Transzendenz, was dann so die Versklavung der Menschheit hinter sich zieht, aber okay. Ja, kann leicht geheilt werden, alles klar. Dann heil mal, Alter. Wir haben nämlich schon 57 Millionen Infizierte. Hurra! Wo schicken wir den Typen hin? Karibik, Zentralafrika, irgendwas... Ey, kennt ihr diesen alten Hit? Ey, ab in den Sudan, den Bomben hinterher, ey, yo, was geht? Dem Terror hin... Ach, vergesst es, wir schicken das Ding einfach in den Sudan und halten die Schnauze. Bastian Jeeba, Zar Wolf auf Beobachtungsliste gesetzt. Oh, ich dachte, Plattenrekorder heißen anders. Bastian Jeeba Zar Wolf wurde in die WHO-Beobachtungsliste aufgenommen und ist als gefährlich eingestuft. Ach, jetzt schon? Eine Woche später oder was? Reinigung... Ach, Reinigung. Oh, ich bin so dumm, Alter. Regierungen wurden gewarnt, dass die Krankheit unaufhaltsam werden könnte. Ja. Okay, das sind schon einige infizierte Staaten, aber noch nicht alle. Aber alle Inseln sind schon am Arsch. Tja, es sieht wohl kacke aus, ne? So, was können wir denn Wunderbares machen? Von Grönland aus. Ja, wir haben auf jeden Fall schon genug infizierte Staaten. Kolumbien, Peru, Bolivien. Und nehmen wir Bolivien. Ist doch schön. Schule ist schön. Und Krankheiten verbringen auch. Vereinigtes Königreich schließt Flughäfen. Tja, jetzt ist eh zu spät, Alter. So, was können wir machen? Transzendenz kostet leider eine 36 Punkte. Mies. Also ich weiß, wenn wir Transzendenz entwickeln, dass wir dann auf jeden Fall gewonnen haben. Bei spätestens einer Milliarde Menschen lohnt sich das. So, das Problem ist aber, dass unser Virus sich trotzdem nicht so krass verbreitet, wie es schön wäre. So, die zweite Arzneimittelresistenz kostet leider schon 31 Punkte. Die müssen wir jetzt erstmal noch kriegen. Scheiße. Infizierte verehren Bastian Jeeba. Okay, also sind das wohl die Bieber-Beliebers? Die Jeeba-Beliebers, Entschuldigung, ich will ja hier keine Persönlichkeiten beleidigen. Hat nichts mit Justin Bieber zu tun, gar nichts. Ich habe das einfach so genannt, weil es sich lustig anhört. So. Zar 12 Punkte haben wir. Was machen wir als nächstes? Madagaskar beginnt zu zerfallen. Oh yeah. Das wäre übrigens auch das, was ich von unserem Land erwarten würde. Sobald wir infiziert sind, nee, Quatsch, bevor wir infiziert sind und irgendein anderes Land völlig am Arsch ist, dass wir dann direkt die Landesgrenzen dicht machen und die Häfen und Flughäfen schließen. Wird aber eh nicht der Fall sein. Das wird genau wie die Schweinegrippe nach Deutschland kommen und am Arsch sein. So. Ich entscheide mich gerade für die Arzneimittelresistenz. Naja, gut, boah, das ist jetzt aber wirklich scheiße. Wir hätten so viele schöne Infizierte haben können. Aber daraus wird ja anscheinend nichts. Ich schicke mal alles, was ich kann, nach Indien. Ich glaube, mit meiner Strategie bin ich einfach mal völlig gegen die Wand gelaufen. Ich hätte das defensiver machen sollen und nicht so offensiv sein sollen. Vielleicht bringt die Arzneimittelresistenz aber noch was. Weil soweit ich weiß... sind die Leute, die infiziert sind, nicht mal unbedingt so betagt darauf, ein Gegenmittel zu finden. So. Wie viele Staaten sind denn noch nicht infiziert? Alter, wieso kommen die denn nicht in die Staaten rein? Das ist doch krass. Also nicht die USA, da sind wir ja schon. Nee, ich meine jetzt, warum kommen die da nicht hin, Alter? So schwer kann das doch nicht sein. Also jetzt mal ganz im Ernst. Das ist wirklich traurig. Neuguinea ist noch nicht infiziert worden.
Kein Wunder, dass das so lange dauert. Ich meine, Neuguinea ist ja auch Weste und so. So. Ich kümmere mich mal ein bisschen mehr um die heißen Länder, weil da ist noch nicht so viel. Algerien. Tja, ein harter Gegner, aber für die Krankheit ist nichts ein Gegner. Oh, sie haben meine Gene manipuliert. Das ist kacke, denn jetzt haben wir richtig ein kleines Problemchen. So, wer ist noch nicht infiziert? Angola. Yeah, nächstes Land. Indonesien kriegt auch noch ein bisschen einen weg. Ich glaube, wir müssen uns mal ein bisschen mehr um die Übertragung von Viechern kümmern. Was ist denn mal mit Mücken und so hier, Insekten? Das müsste doch mal lustig sein. Ich glaube, die Infektionsrate ist einfach noch zu gering. Aber die Leute wollen Heilmittel erfinden. Komm schon, ich muss das hinkriegen. Ansonsten möchte ich nicht Ketter heißen. Außerdem kann mir kein Mensch erzählen, dass Libyen da unglaublich... Ja, globale Forschung, Heilung, ja, bla bla bla. Ist ja gut. So. Ich verstehe vor allen Dingen nicht, warum sich das nicht so schnell verbreitet. Das kann doch nicht wahr sein. Das müsste sich eigentlich rasant verbreiten. Aber anscheinend passiert ja hier nichts. Ich habe das mal auf mega brutal geschafft, ohne Cheats. Das war aber auch nicht wirklich schwer, weil ich eine super Taktik hatte. Ich bin sehr, sehr schleichend gewesen. Aber hier bin ich ja sehr offensiv gewesen und vielleicht fahre ich die Karre damit gegen die Wand. Vielleicht aber auch nicht. Botswana und Simbabwe sind noch. Ja, schicken wir den nächsten einfach nach Simbabwe. So, bitte sehr. Jo, ich glaube, wir müssen einfach mal alles infizieren. Ansonsten ist Arschkarte auf jeden Fall. CDC-Teams machen Jagd auf Patienten 0. Das CDC sendete weltweit Teams aus, um Bastin Jiba 12 Patient 0 aufzuspüren. In der Hoffnung, dass die so erhaltenen Informationen die Heilmittelherstellung beschleunigen könnten. Jo, alles klar. Also ich hätte eigentlich mehr von der Krankheit erwartet. Ey, da teilweise sind die im Irak und so ja noch gar nicht. Ist ja voll scheiße. Also wenn ich mir ein Update wünschen könnte für das Spiel, dann würde ich mich, glaube ich, dafür entscheiden, dass es, ja, dass es halt einfach nur realistischer sein soll. Mehr Staaten und mehr einfach von allem. So, die Übertragung könnten wir natürlich noch verbessern, aber Mann, mir fehlen einfach viel zu viele Punkte. Ich habe hier fast nichts. Ich könnte jetzt natürlich auch cheaten, aber Cheater haben kleine Penisse und... Nee, ich glaube nicht, dass ich dann, also wenn der davon schrumpfen würde, dass ich dann mit 30 cm noch zufrieden wäre. Also beim besten Willen nicht, das ist einfach nur traurig. 30 cm, ey, viel zu wenig. Aber warum in aller Welt geht's Afrika immer noch so gut? Ich habe die doch schon von vorne und von hinten gefickt. Ich meine, jeder Staat hier ist infiziert. Und in Afrika, da interessiert sich keine Sau für eine Seuche. Ist wirklich so. Ärzte ohne Grenzen sind ja wegen dem Ebola-Ausbruch jetzt nach Afrika gereist. Und jetzt meinen die sogar, ja, das habt ihr bestimmt hier mit eingeschleppt und so, obwohl der Ebola-Ausbruch einfach diagnostiziert wurde. Übrigens nett, wie das hier aussieht. Ja, ich entwickle einfach nochmal ein bisschen Hitzeresistenz, habe noch eine Genumbildung gemacht, vielleicht hilft es ein bisschen. Wenigstens kann ich aus diesen wunderbaren Forschungen auch noch meinen Vorteil ziehen. So, auf jeden Fall ist Fakt, jeder Staat, der richtig schön infiziert ist zu 100%, der macht nichts mehr, kein Heilmittel mehr. Daraus wird nichts. Ja, ich sag mal so, ab 1 Million Menschen in einem Land war es das für dieses Land. Also ab 1 Million Menschen, die infiziert sind, war es das. So, ich tippe aber trotzdem darauf, dass wir das locker noch reißen können und gewinnen. So, ich guck mal ganz kurz. Welches Land ist denn noch nicht infiziert? Okay, wir haben die komplette Welt schon infiziert. Ja, 49% der Weltbevölkerung. 40.000 sind erst gestorben, das ist ja nicht so viel. Na gut. Dann sollen sie doch noch ein bisschen weitermachen. Südostasien richtet infizierte Menschen hin. Oh ja. Alles klar. Pass auf, wenn ihr ein Problem habt, damit infiziert zu werden und ihr nur 5 Infizierte habt, dann schicke ich euch gerne noch ein Privatflugzeug von mir. Und damit könnt ihr dann viel Spaß haben. So. Ich guck mal gleich kurz noch, wo wir auf der Welt noch nicht so ganz vertreten sind. 42. Boah. Die wollen 42 DNS-Punkte für eine Weiterentwicklung, das ist aber schon sehr happig. Ja, ich würde mal ganz leicht darauf tippen, dass wir Insekten nochmal weiterentwickeln. Aber Vögel wären auch sehr effektiv, weil es die ja überall auf der Welt mehr oder weniger gibt. Ja gut, die gibt es glaube ich sogar auf Grönland. Auf Grönland gibt es auch Vögel.
Ja, machen wir einfach mal das und wenn irgendwas schief läuft, dann entwickeln wir doch noch eine Genumbildung, um uns den Arsch zu retten. Wenigstens versuchen die Infizierten, die anderen Leute hier zu infizieren und das ist schon sehr förderlich. Ja, jetzt richten sie auch keine Infizierten mehr hin. Warum hält Polen denn so krass lange durch? Ich meine, die liegen inmitten der Seuchen-Epidemie hier. Das ist einfach krass. Also der Seuchenpandemie an sich. Warum halten die so lange durch? Mexiko ist auch noch gut bei Laune. Also bei manchen Ländern kann ich mir nicht erklären, warum die so lange durchhalten. Genau wie Pakistan. Warum halten die 10-mal länger durch als Indien? Bei denen sieht es da auch nicht besser aus. Heilmittel zu... Ach du Scheiße, 95% fertiggestellt. So, 83%. Wir gehen nochmal gerne runter. 71. So, das können wir jetzt vielleicht noch schaffen mit Ach und Krach. Aber die Zahl der Infizierten nimmt einfach viel zu langsam zu. Die ganzen Länder hier, die sind einfach... Boah. Ich weiß auch nicht, was ich da tun soll. Anbetung. Okay, erhöht die Infektionsrate, erhöht aber auch die Forschungsrate. Ja, das ist natürlich jetzt kacke. Lustig ist allerdings, dass sich das irgendwie nicht mehr verändert. Okay, 74. Aber die brauchen immer länger. Wie lange wird es denn dauern? Ein S-Jahre. Was soll denn ein S-Jahre heißen? Eine Sekunde Jahre oder was? Ja, gut. Also ein Jahr und 79 Tage. Jo, das schaffen sie nicht mehr. Da bin ich jetzt der Sieger. Ey, ich schwör, Digga, ich bin mega brutal. Brutalovic. Oh, scheiße, wir haben schon wieder die 15 Minuten. Gut, dann mache ich die Folge heute einfach mal ein bisschen länger, weil ich gut gelaunt bin. Atomexplosion in Japan. Riesige Atomexplosion in Japan. Hat eine radioaktive Wolke freigesetzt. Oh, warum haben sie sich genau Japan dafür ausgesucht? Die Ursache ist unbekannt, doch aus... Ausgangsort lässt... Da fehlt einfach der, die, das. Da fehlen manchmal diese Wörter. Der, die, das. Schon mal was von gehört. Doch Ausgangsort lässt Defekt, Sabotage in Kernkraftwerken vermuten. Deswegen verlese ich mich auch so oft, weil einfach viele Sachen unlogisch sind bei der Übersetzung. Das ist kein Deutsch, was sie da teilweise vermitteln. Ich schwöre, das ist kein deutscher Lover. So, genetischer Austausch. Okay. Nee, brauchen wir nicht. Wir werden es eh schaffen. Mit Leichtigkeit. Und ich bin auch ein bisschen stolz, dass ich das mal wieder auf mega brutal geschafft habe, trotz meiner offensiven Spielweise. Ey, Südafrika, was ist denn da los? Denen geht's ja immer noch gut. Warum halten manche Länder so pervers lange durch? Ich verstehe es nicht. Warum halten die so lange durch? Das ist einfach total unlogisch. Manche Länder kämpfen bis zum letzten Atemzug. Oh, in Japan sieht es ja schon lustig aus. Tja, die ganzen großen Länder sind natürlich direkt schon am Arsch. Wusstet ihr übrigens, dass die Hauptreligion... Also es gibt ja immer Länder mit mehreren Religionen, ist ja auch klar. Aber die Hauptreligion hier in Indonesien ist der Islam. Und ich frage mich, wie ist der bitte hier hingekommen? In Indien sind leben ja zum Großteil Hindus. In China sind auch zum großen Teil Buddhisten hier oben. Da weiß ich nicht genau, wie es aussieht. Aber in Indonesien, wie kommt der Islam denn aus der Ecke hier bis dahin? Ich kann es nicht ganz verstehen, wenn ich ehrlich sein soll. Ich habe nichts gegen die Leute, die dem Islam angehören. Aber ich verstehe nicht, wie der nach Indonesien kommt, dieser Glaube. Okay, klar, das Christentum ist zum Beispiel auch in hier irgendwo in die Ozeanregion gekommen. Aber wie kommt das nach... Ich dachte, die hätten ihren eigenen Glauben. Aber okay, es gibt ja auch immer verschiedenste Glaubensrichtungen. So. Bastin Jiva 12 versklavt die Menschheit. Die ganze Welt huldigt Bastin Jiva 12 als Gott und Meister. Oh Mann, vielleicht hätte ich lieber meinen Namen als Krankheitsnamen nehmen sollen. Es wird nicht mehr versucht, die Seuche zu heilen und die Menschheit betritt eine finstere Zukunft der Versklavung. Oh, ich hab's auf mega brutal geschafft. Na, hab ich dicke Eier? Okay, da steht nur nochmal dasselbe. Ja, wir haben es geschafft, ey, Bros, Brodins, wir haben es geschafft in, boah, in knapp 3 Jahren, das ist krass. Na gut, danke fürs Zuschauen und YOLO und deine Mutter. Also bis zum nächsten Part und danke, dass es euch gefallen hat, weil nichts und weil B.